Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixu und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. Im heutigen Video möchte ich mit dir zusammen anfangen, mit der Overlock-Nähmaschine zu nähen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du den Nahtanfang und das Nahtende mit einer Overlock-Nähmaschine versäubern kannst, ohne zusätzliche Hilfsmittel, also ohne Nähnadel, ohne Fangnadel, einfach nur mit der Maschine. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Um den Nahtanfang und das Nahtende mit einer Overlock-Nähmaschine schön sauber nähen zu können und auch zu vernähen, habe ich hier als Beispiel einmal einen French Terry in doppelter Stofflage. Der Stoff liegt rechts auf rechts zusammen und ich möchte jetzt hier die lange Kante zunähen. Um den Anfang der Naht jetzt vernähen zu können, brauche ich hier hinten eine etwas längere Fadenraupe. Um diese zu erstellen, nähe ich mit der Nähmaschine einmal ins Leere. Nun habe ich hier hinten eine etwas längere Fadenraupe, die bleibt zunächst einmal hier hinten liegen und ich lege meinen Stoff unter das Nähfüßchen. Du kannst das Nähfüßchen immer komplett heben oder senken, aber du kannst auch hier einfach das Nähfüßchen vorne hochheben und den Stoff schön drunter schieben. Hast du das getan, nähst du am besten ein, zwei Stiche mit dem Handrad. Dafür drehst du das Handrad zu dir hin und hast dann zwei Stiche in den Stoff gelegt. Anschließend hältst du den Stoff gut fest, hebst das Nähfüßchen und jetzt kommt diese Fadenraupe ins Spiel. Diese wird nach vorne weggezogen, sodass sie hier auf der rechten Seite liegt. Nun kannst du das Nähfüßchen wieder senken, die ganze Zeit immer schön den Stoff festhalten, damit dieser nicht verrutscht. Und die Raupe kann jetzt noch ein bisschen glatt gezogen werden. Das kannst du mit Hilfe des Hebens hier des Nähfüßchens machen und ein bisschen den Faden der Raupe glatt ziehen. Anschließend beginnst du ganz normal deine Naht zu nähen und hältst hier die Fadenraupe fest, die gleich von dem Messer abgeschnitten wird. Am Ende deines Stoffstückes angekommen, nähst du auch hier am besten wieder mit dem Handrad, indem du es zu dir hindrehst, genau bis zum Ende des Stoffes, sodass die Nadel noch ein letztes Mal in den Stoff eingestochen hat und anschließend oben steht. Nun hebst du das Füßchen und legst den Stoff nach vorne hin, sodass dich die linke Seite der Naht anschaut. Du drehst es also einmal und schiebst es dann wieder unter dein Nähfüßchen. Achte darauf, dass das hier alles schön glatt liegt und prüfe gegebenenfalls nochmal, die Naht wirklich schön sauber liegt. Dann kannst du das Nähfüßchen wieder senken und dann lege ich mir den Stoff immer in so einem 45-Grad-Winkel zur Seite weg, damit ich gleich den Stoff besser zur Seite drehen kann. Und nun nähst du in die entgegengesetzte Richtung in deine Naht wieder herein und drehst dabei den Stoff zur Seite weg. Anschließend kannst du hier die Naht abschneiden und hast sowohl einen vernähten Nahtanfang als auch ein vernähtes Nahtende. Und wenn du deinen Stoff jetzt nimmst und ihn so ein bisschen auseinanderziehst, dann kann hier nichts mehr aufgehen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest nachvollziehen, wie man den Nahtanfang und das Nahtende mit einer Overlock-Nähmaschine direkt vernähen kann. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und hier unten meinen Kanal abonnierst. Und wenn du noch die kleine Glocke läutest, dann sehen wir uns hier jetzt jede Woche wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nähen mit der Overlock-Nähmaschine und noch einen schönen Tag. Tschüss!